Hier hilft dir keiner. Das machst du schön alleine, Freundchen. Drück durch. Kämpfen, 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 kämpfen. Oh, shit. Eieieiei. Ich hab ein bisschen Angst um dich gehabt, du. Ich nicht. Nee? Man muss auch jede Sekunde an sich selber glauben, dass man es schafft. Ich sehe das noch mal in vielen meiner Kunden. Die nehmen die Hantelstange raus und schütteln mit dem Kopf und wundern sich, dass es ab hier schwer ist. Die Kunst ist, auch daran zu denken. Weißt du, wo ich das oft habe? Bei Frauen. Bei dir auf dich sehen, schütteln sie mit dem Kopf, meinst du? Nee, das meine ich nicht. Frauen haben das oft, dass die wirklich ein Gewicht runternehmen und sobald es so richtig schwer wird, dann lassen sie so, strecken sie so alle Viere von sich so, ach, ich bin erschöpft. Das ist nicht böse gemeint, liebe Damen, aber viele von euch, bei denen ist das so, können auf einmal nicht. Ich glaube, unsere Zuschauerinnen, auf die wird das nicht passen. Nee, aber ganz ehrlich, was passiert in dem Moment, wo du mit dem Kopf schüttelst und sagst, du schaffst es nicht, du musst es dir ja selber beweisen, dass du es nicht schaffst. Ah, in dem klar. Sinne, wird es ein schlechter Satz. Also versucht immer, jede Sekunde daran zu denken, dass das Gewicht leicht ist und dass ihr das schafft. Nehmt ihr ein Telefon? Telefon haben wir nicht auf Flugzeugmodus gemacht. Ist ein Lärm, doch. Mein. Also Johannes hat letztens was ganz Interessantes gesagt beim Training. Und zwar hat er gesagt, seitdem er sich gar nicht mehr so sehr auf Muskelaufbau konzentriert, sondern eher darauf, mehr Spaß beim Training zu haben, das Ganze ein bisschen lockerer zu sehen. Seitdem baut er gefühlt mehr Muskulatur oder schneller Muskulatur auf als vorher. Und ich glaube, das ist eine ganz interessante Sache, die er da gesagt hat. Denn was machen denn die meisten, ja? Also angenommen, du siehst einen Typen, der hat den perfekten Fitness-Lifestyle, ernährt sich gesund, hat ein gutes Leben, sieht gut aus, ist und ist so, wie du dir das vorstellst, vom Körper, vom Erfolg her. Und du sagst, du willst es genau so haben. Und was machst du? Du setzt dir also dieses Ziel, ja, setzt dir ein großes Ziel, genau das zu erreichen, Muskeln sollen ein bisschen wachsen und sowas, holst dir einen guten Trainingsplan und fängst an zu trainieren. Setzt dir also ein großes Ziel und mehrere Teilziele, ja, und arbeitest dann. Und was passiert bei den meisten dann? Sie haben das Gefühl, sie haben einen unheimlichen Druck. Das bedeutet, guck mal, frühmorgens das richtige Essen, mittags das Essen vorbereiten, vielleicht mitnehmen, abends dann kochen und so weiter und so weiter, ja. Die Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen und so weiter, ja. Und das sind ja alles Aufgaben, die müssen erledigt werden. Und dann haben die meisten einen Druck, der dahinter steckt und wir haben so eine negative Einstellung dazu, mit der sie quasi das Ziel überhaupt nicht erreichen können. Ja, und ich glaube, dass viele, die trainieren, gar nicht wissen, wie sich das anfühlt, diesen Lifestyle zu haben, also die Kraft zu haben, ja, also weiß ich nicht, 120, 130 Kilo Bankdrücken zu machen oder 150 Kilo Kniebeugen, also oder auch diesen Körper, der dazu passt, ja, zu den Gewichten, die sie bewegen, ja, dass sie gar nicht wissen, was sich dort verändert, sondern sie stellen sich halt irgendwas vor und hoffen, dass wenn sie das schaffen, sich das verändert. Und ich sag dir eins, was ich glaube, nichts wird sich verändern, wenn du das erreicht hast. Dadurch wird nichts besser, wenn du von dir selber ein schlechtes Bild hast, wenn du von dir selber das Bild hast, dass du schwach bist oder dass du faul bist oder dass du dick bist, dann wird sich dadurch nichts verändern, nur wenn du den Körper dazu aufbaust. Du wirst es feststellen, ja, du hast gekämpft, du hast gearbeitet dafür, hast diesen Körper dann und wirst feststellen, dass sich nichts davon verändert, weil deine Umwelt wird darauf nicht reagieren. Das heißt also, du musst erst das Innere verändern, um das Äußere zu verändern. Ja, typisches Beispiel sind die Menschen, die eigentlich schon bewundert werden im Fitnessstudio, aber immer noch sagen, sie sind zu schwach. Oder 120, oder sie sehen nicht gut genug aus. Oder schon 150 Kilo Kniebeugen machen und sagen, nur ein anderer mehr schafft, dass sie da zu schwach sind. Und ich glaube, das Wichtigste ist, wenn du dich äußerlich verändern willst, und wenn du äußerlich was verändern willst, dass du anfängst, dein Inneres zu verändern, deine innere Einstellung. Das bedeutet dann, wie fühlt sich das denn an, fit zu sein? Ja? Wie fühlt sich das denn an, grenzenlose Ressourcen zu haben? So sehe ich das für mich immer. Wenn ich
Krafttraining mache und sowas, dann sehe ich, dann stelle ich mir vor, dass ich mir eine unendliche Kraft aufbaue, unendliche Ressourcen aufbaue, die bedeuten, dass wenn ich im Leben irgendwas erreichen will oder bezwingen will, dass ich dann die nötigen Kraft habe und die nötigen Reserven habe, um das zu erreichen. Ja? Und das ist für mich das Wichtigste. Das heißt, wenn du was erreichen willst, also wenn du abnehmen willst, ja, und schlank sein willst, dann bedeutet, dann solltest du ja schon vorher, bevor du überhaupt anfängst, dir dieses Gefühl erzeugen, wie sich das anfühlt, dünn zu sein, ja, und da schon reingehen. Du kannst dich schon heute so fühlen, obwohl das nicht der Fall ist. Wenn du stärker werden willst und Masse aufbauen willst, dann fühle dich doch schon heute wie derjenige, der mehr Masse hat und mehr Körpergewicht hat. Damit kannst du heute schon anfangen. Und dann hast du auch mehr Spaß bei der Zielerreichung, ja? Oder jemanden, der fitter und gesund ist. Wie fühlt sich das denn an, fit und gesund zu sein? Ja, wie fühlt es sich denn an, genug Kraft zu haben für den Alltag? Und dann kannst du jetzt schon anfangen, dich so zu fühlen, dich so kraftvoll, so energiegeladen zu fühlen, und dann kannst du auch dein Ziel erreichen. Und dann macht die Zielerreichung auch einfach mehr Spaß. Wenn du zum Training gehst und nicht sagst, das muss ich jetzt machen, das ist so wichtig, mit so einem Druck dahinter, ja, und ich muss heute die und die Gewichte schaffen, sondern du gehst schon vorher hin, du sagst, ich habe das quasi schon. Und dann wird die logische Konsequenz sein, dass du das auch erreichst. Ja, noch ein Beispiel aus dem Sport von mir, ja, ganz kurz. Und zwar, wenn bevor du zu deinem Wettkampf startest, ja, bevor das Rennen losgeht, ja, da musst du dich schon fühlen wie der Sieger, ja, da musst du dich schon fühlen wie der Sieger, und dann wird die logische Konsequenz sein, dass du auch gewinnst. Und genau das Gleiche solltest du auch bei deinen Zielen haben. Das heißt also, wenn du was erreichen willst, setz dir das Ziel und dann versuch dich schon so zu fühlen, als ob du das Ziel erreicht hast, und hab Spaß bei der Zielerreichung und mach dir nicht so einen Druck. Das ist auch oft so ein Fehler bei mir. Ich mache mir meistens zu viel Druck und die ganze Zielerreichung wird schwer und zäh, sodass die Erreichung des Ziels keinen Spaß macht. Wenn du das Ziel dann erreicht hast, musst du so viel leiden, dass das Ziel, es erreicht zu haben, eigentlich gar nicht mehr so viel wert ist, weil du dann so viel dafür opfern musst. Also hab lieber ein bisschen Spaß bei der Zielerreichung. Bleib locker, vertrau darauf, dass es passieren wird, und geh schon heute in das Gefühl.